Moin Leute, herzlich willkommen in einem neuen Video. Ja, wir sind heute mal wieder in der Werkstatt. Es gibt aber heute mal kein Bastelvideo. Wir haben heute mal ein kleines Infovideo über ja, die Zukunft von dem Kanal und so weiter und so fort. Ja, schieß mal los. Ich heiße euch erstmal in einem neuen Jahr willkommen. Und ja, ich habe mir selber auch ein bisschen was zu Weihnachten gegönnt. Vielleicht sieht man es, vielleicht hört man es, ich weiß es nicht. Ich filme auf alle Fälle mit einer neuen Kamera. Hat ein paar Vorteile. Wir filmen jetzt mit Bildstabi. Wir haben besseren Zoom. Einen Autofokus, den ich nicht erst selber mit einer Taste auslösen muss. Weil ich habe halt vorher mit einer Spiegelreflex gefilmt. Jetzt filme ich wieder ja, oldschool mit dem Camcorder. Wir filmen in einer 1080p Auflösung. Ich hoffe, das sieht man auch ein bisschen den Unterschied. Die Datenmenge ist ein bisschen geringer. Mein Computer ist nämlich auch nicht gerade mehr der jüngste, mit dem ich schneide. Und ja, der hat dann öfters mal ein bisschen, gerade bei Zeitraffern oder so, und wenn man die dann noch übereinander legt, ein bisschen Probleme mit gehabt. Das sollte jetzt besser sein. Apropos Zeitraffer, hier kann man auch direkt Zeitrafferaufnahmen machen. Sprich, man kann einfach mal die Kamera 2-3 Stunden in die Ecke stellen und die macht alle paar Sekunden, Minuten, keine Ahnung, ein Foto und macht das dann zu einem Film zusammen. Ist vielleicht auch mal sehr interessant, gerade bei so Sachen wie ich lackiere mein Auto oder sowas, wäre das ja sehr schön gewesen. Beziehungsweise Grundiere lackieren kommt ja noch. Und ja, dafür können wir das vielleicht ganz gut benutzen. Ist wieder eine Canon geworden, war ein kleines Schnäppchen gewesen. Ich habe gerade mal 50 Euro für die Kamera bezahlt. Ja. Ich hoffe, die taugt ein bisschen und hält mal so 2 Jahre durch oder so. Ja, die Spiegelreflex war auch nicht kaputt gewesen. Für die kriege ich ein bisschen Geld wieder. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, wie ich für die Kamera bezahlt habe. Das wäre sehr nett. Ja, ich habe nämlich gerade eben schon wieder ein Stativ geschrottet. Also, ich habe innerhalb der letzten 12 Monate 2 Speicherkarten, 2 Stative geschrottet. Ja, egal. Ich habe da Verschleiß. So, was erwarten euch demnächst für Videos? Ja, nächste Woche, ich hoffe, dass ich das zeittechnisch ein bisschen hinkriege mit dem Schnitt und so. Ich hoffe, das kommt dann nächste Woche. Da tun wir über einen OBD-Stecker ein Bachero auslesen. Für richtig wenig Geld. Ich habe mir für 4,20 Euro ein OBD-Auslesegerät bei Amazon gekauft. Und wir gucken einfach mal, ob es funktioniert. Ich gebe mal einen kleinen Spoiler. Weil wir hatten ja so ein Problem, dass dort die Motorlampe leuchtet und wir wussten halt auch nicht warum. Und ja, schöne Sache. Nächste Woche mehr dazu. Dann geht es im Prinzip morgen weiter. Also für mich geht es morgen weiter. Das wird dann für euch das Video in hoffentlich 2-3 Wochen sein oder so. Der Bachero muss durch den TÜV und da müssen einige Teile getauscht werden. Der Lukas war letzte Woche schon mal da haben wir schon begonnen das Video aufzunehmen. Der hat endgültig mal gesagt, warum das Vorderrad so wackelt. Ja, und morgen kommt er nochmal vorbei, dann wird das alles durchgetauscht und ich hoffe, wir werden damit morgen fertig und können dann demnächst zum TÜV fahren damit. Was gibt es sonst noch Neues? Ich war bei der Ultema gewesen. Ultema ist so eine, ja, wird angepriesen als Oldtimer-Messe. Das war in Erfurt gewesen diesmal, also da gibt es Halle Erfurt und ich glaube demnächst gibt es auch noch Leipzig. Ja, was soll ich sagen? Ich blende auch, glaube ich, gerade im Hintergrund ein paar Fotos dazu ein. Ich hatte eigentlich die Kamera mit und wollte ein bisschen Video machen. Und dann war ich erstmal dort reingekommen und dachte so, oh nee, was ist denn hier los, ey? 10 Euro pro Person Eintritt bezahlt und das war eigentlich ein riesengroßer Flohmarkt. Also da waren haufenweise rustische, ja, das hat nichts mit einer Oldtimer-Messe am Hut gehabt, also mit rustische und bla bla bla, ich will da jetzt nicht, aber es gab wirklich an jedem Stand, also 90% der Stände waren halt alles das gleiche. Das waren halt so Leute, die haben halt so einen Flohmarktstand wie ich manchmal habe.
mit rustigen Murbelteilen und bla bla bla. Es war auf den ersten Blick halt keine Messe. Bei Messe erwarte ich halt, dass dort verschiedene Restaurationsfirmen sind, dass da immer seltene Autos zu sehen sind und so weiter und so fort. Man muss aber sagen, das Ding war halt so groß gewesen, dass wenn man richtig hingeguckt hat, war halt doch was zu finden. Ich meine, das seht ihr auch gerade auf die Fotos. Ich habe mich dann auch am Ende auch ein bisschen geärgert, dass ich dann doch nicht gefilmt habe. Ja, wir hätten schon ein paar Sachen zu filmen gehabt. Zum Beispiel das, was ihr gerade auf die Fotos seht. Dann war halt die Zweitaktbrigade dort mit Martin von Zweiradgeber oder Simson Werkstatt. Da hätten wir vielleicht auch mal irgendwie ein Interview machen können. Ja, ich wollte dann aber, nachdem ich schon mit der Maike über die Hälfte der Messe durchgelaufen hatte, dann nicht noch beginnen, nochmal ein Video zu machen, weil wir waren auch ziemlich angenervt, dass es ziemlich voll war. Und ja, wer war noch dort? Name vergessen, vom YouTube-Kanal und von der Firma Edelweiß Customs, da hätten wir vielleicht auch mal zwei, drei Fragen stellen können. Ich glaube, das nächste Mal nehmen wir die Kamera dann mit und ja, schade. Grüße gehen übrigens auch noch raus an den Andi. Der hat mal ein paar Golfvideos gesehen und hat mich erkannt und hat ein wunderschönes Lenkrad für seinen Golf dort gekauft. Ja, ich habe leider nichts von Golf gefunden. Ich bin mit einer Handvoll Mobile-Teile raus, die ich eigentlich auch gar nicht brauche, wo ich sage, ja, da können wir vielleicht mal ein bisschen aufbereiten oder so und da kann ich vielleicht mal ein Video machen, was halt noch neu oder keine Ahnung. Mehr gibt es eigentlich so ein Thema auch nicht zu sagen, also Menschenmassen. Und ja, wäre ein großer Flohmarkt, sag ich mal, weniger wie eine Automobilmesse oder sowas. Man muss aber dazu sagen, die Standgebühren sind dort halt eigentlich auch gering. Es sind Menschenmassen dort, also für Verkäufer lohnt sich das. Vielleicht mache ich dort auch mal, wenn das mit dem Hardcore-Garage.de, wenn ich da mal ein bisschen Zeit finde und da mal wirklich ein bisschen was mit meinem Shop dort mache, vielleicht kann ich dort auch mal einen Stand machen. Das wäre zum Beispiel meine Option. Mal gucken, wie das nächstes Jahr aussieht. In Halle war ich auch schon mal, da ist eigentlich relativ ähnlich. Ja, vielleicht nicht ganz so groß, aber allerdings war dort der Eintritt, glaube ich, auch bei 4 Euro gewesen. Fand ich angemessener. 10 Euro war schon... es wird einem halt nichts weiter geboten für 10 Euro, außer du kannst Teile kaufen. Und halt so... ja, wenn man sucht, findet man hier und da ein paar Sachen und... für 10 Euro kann ich halt auch auf ein richtig gutes Oldtimer-Treffen gehen, sag ich mal, wo vielleicht mal noch eine kleine Band spielt oder wo ein bisschen Programm ist, ne? Also so viel Kritik muss schon mal sein. So, dann haben wir noch das... Jetzt mal auf meinen Spickzettel gucken. Dann haben wir noch das Projekt Renault Master, sprich das Wohnmobil. Der Zylinderkopf, der ist gerade beim Schleifen. Kriegt dort noch neue Schaftdichtungen eingesetzt. Der soll dann nächste Woche da sein. Ich habe ohne Ende Teile gekauft, die alle noch ja, dort und dran dann verbaut werden müssen. Zylinderkopfdichtung, Ventildeckeldichtung, Einauslassdichtung. Ich habe gleich noch eine neue Wasserpumpe gekauft, einen Zahnriemensatz, Spannrolle und so weiter und so fort. Also einmal das komplette Programm vom Prinzip her. Kühlwasser, Öl, Ölfilter. Und da wird es dann hoffentlich demnächst auch mal mit losgehen. Ich sage hoffentlich, weil wir müssen das immer noch ein bisschen, da steht er noch in Leipzig beim Pepsi und da muss das mit dem ein bisschen abgesprochen sein, dass dort vielleicht auch jemand da ist, der uns mal die Tür aufmachen macht, damit man dort nicht im Schlamm irgendwie und hin und her. Und wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn das nicht minus 10 Grad sind und Schneesturm. Zurzeit sieht es ja gerade ganz gut aus, zurzeit ist halt verregnet. Drum machen wir auch morgen ein bisschen was und ja. In Leipzig ist halt die Halle nicht beheizt, das ist halt, mal gucken, wenn das 0 Grad ist, habe ich kein Problem mit, da geht's rauf, da machen wir dort den Zylinderkopf, hoffentlich geht das alles gut. Ich meine, so gut bin ich in der Sache auch nicht, ich meine, wir hatten das zu zweit im Golf gemacht und dann hatte ich das nochmal an dem Ibiza gemacht mit der Maike, aber der Master, das wird nochmal so eine Klasse für sich mit dem Motor. Zumal der Motor auch nicht vorne unter der Motorhaube ist, sondern halt im Innenraum und so unter dem Beifahrer sitzen. Da kommt man ein bisschen schlecht ran und das ist ein großer Motor und alte Schrauben und Rost und... ja, wie es halt so ist. Ich hoffe mal, das funktioniert alles. Der Kopf, den ich habe, das ist übrigens nicht eins zu eins der gleiche. Der hat größere Kühlwasserkanäle und... ist auch so ein bisschen anders, aber wir haben geguckt, das sollte alles passen.
sollte trotzdem funktionieren, weil der originale Kopfhörer drauf war, der ist unauffindbar und ja, mittlerweile ist das Mysterium auch mehr oder weniger geklärt, also ich muss noch mal zu Renault fahren, mal gucken, ob die mir da noch ein bisschen weiterhelfen können, aber wahrscheinlich habe ich eine genullte Schlüsselnummer, also meine Schlüsselnummer stehen 6 Nullen drin und so einen komischen Motor, weil der hat halt ein paar Kubik weniger, weil sich das hierbei höchstwahrscheinlich um einen Reimport handelt und der in Deutschland halt keine Schlüsselnummer hat. Ja, und in anderen Ländern, da haben die halt wegen der Steuern und so weiter und so fort vielleicht ein paar andere Kubik gelassen und dann haben die mal ein paar andere Pleule verbaut und deswegen ist das alles ein bisschen anders. So, gut, was gibt's sonst noch so zu sagen? Ich guck mal auf meinen schlauen Zettel. Ja, zum Schluss gibt's noch zu sagen, ich habe noch so ein kleines YouTube-Projekt, will ich es gar nicht nennen. Ich habe da so einen YouTube-Kanal, den verlinke ich mal unten noch in der Beschreibung. Heißt Love All Things. Das ist einfach so, ich will da mal zwischendrin immer, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, kommentarlos Videos veröffentlichen. Drum haben die auch englische Beschreibungen und so weiter. Okay, ich habe eine deutsche Übersetzung. Für euch wird es vielleicht jetzt in Deutsch angezeigt. Da wird mega unregelmäßig was kommen und da wird auch mal ein bisschen Rotz kommen, den ich hier gar nicht bringen will. Oder ja, teilweise wird bestimmt auch ein Video doppelt kommen, was dann hier kommt. Hier kalt kommentiert und dort nochmal unkommentiert. Zum Beispiel das BMX-Video, was ich dort nochmal hochgeladen habe. Dann habe ich da jetzt so einen Amboss restauriert und ja, wer da mal vorbeigucken will, der kann ja dort mal draufklicken und vielleicht ein Abo da lassen. Ich muss nur dazu sagen, ich werde natürlich jetzt nicht wegen dem Kanal hier den hier schleifen lassen, auch wenn es gerade so aussieht, aber wir hatten ja auf dem Kanal schon öfters mal 2 Monate Pause oder so, weil Zeit, ne? Manchmal klappt das halt ganz gut, da kann ich Videos ohne Ende bringen, gerade dieser Dezember oder so. Ja, und manchmal, dort hat man halt einfach mal keine Zeit, ne? Ist halt so. Ja, ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus gewesen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, dass ich das Ganze heute noch hochlade. Und ach, das kann ich euch schon mal zeigen als kleiner Spoiler für den Kanal. Also für den anderen. Wird allerdings noch ein Stück dauern, bis das fertig ist. Ich baue hier gerade ein Messer aus einer alten Schmiedefeile. Ich habe jetzt eine Seite schon komplett runtergeschliffen. Also die ist noch kein Finish drauf oder was, ne? Und das hat schon, ja, gut eine Zeit gedauert. So 2,5, 3 Stunden. Ja, das wird auf alle Fälle ein kleines Mammutprojekt. Ich habe mir das so gedacht, ich baue mal ein Messer in 2, 3 Stunden komplett mit Holzgriff und allem Pipapo. Aber das Ding werde ich auf alle Fälle noch zu Ende bauen. Also wenn ihr mal sehen wollt, wie das dann am Ende aussieht, der andere Kanal. Wobei, vielleicht lade ich es ja auch mal noch hoch. Aber ich werde es bestimmt hier mal in der Kamera zeigen und auf dem anderen Kanal hochladen, denke ich. So, auf alle Fälle war es das jetzt von meiner Seite aus gewesen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und tschüssi, bis zum nächsten Video.